But this whole thing, it's just a symptom of a larger problem. There's a growing anti-intellectual strain in this country. It may be the beginning of the end of our informed democracy. Of course, in a free society, you can and should think whatever you want. And if you want to think the world is flat, go right ahead. The earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. Es ist ein interessantes Experiment, jemandem, den du kennst, zu sagen, dass du nicht mehr an das Universum glaubst oder dass unsere Erde eine sich drehende Raumkugel ist. Versuche es selber einmal. Ich garantiere dir, dass man dich für verrückt erklären oder zumindest so ansehen wird, als hättest du deinen Verstand verloren. Das Interessanteste ist, dass die Kugelgläubigen, wenn man sie drauf anspricht, nicht in der Lage sind, aus eigener Erfahrung einen soliden, empirischen Beweis dafür zu erbringen, dass die Erde tatsächlich eine große, sich drehende Kugel ist. Kann irgendjemand von uns aus erster Hand in seinem täglichen Leben die Erdkrümmung oder die Bewegung der Erde durch das Sonnensystem nachweisen? Nein, das können wir nicht. Und kann jemand von uns behaupten, dass er die Planeten in ihrer Umlaufbahn und die Ausdehnung des Universums mit eigenen Augen gesehen hat? Nein, auch das können wir nicht. In der Regel ist die Reaktion gegenüber einer verrückten Person, die behauptet, dass die Erde flach ist, wie folgt. Erstens, sie legen Bilder der Erde vor, wie sie von der NASA präsentiert werden. Zweitens, sie sagen, komm schon, jeder weiß, dass der Weltraum existiert und dass unzählige Professoren ihr Leben der Erforschung dieser Angelegenheit gewidmet haben. Irgendwann fließt womöglich die Existenz der Schwerkraft in das Gespräch mit ein. Aber schau, was wirklich passiert, wenn jemand so hartnäckig auf eine alternative Sicht der Erde reagiert, ist nicht das Ergebnis der geistigen Fähigkeiten der Person. Hätte sich die Person mit ihrer hochschwangeren Schwester zusammengesetzt und gesagt, du bist keine Frau und du bist nicht schwanger, dann wäre das eine Aussage, die eine solche Reaktion verdient. Denn es gibt offensichtliche empirische Beweise für ihre Schwangerschaft. Das, was geschieht, wenn man jemanden mit dem Thema Erde herausfordert, ist ein innerer Kampf gegen seine Programmierung. Diese Programmierung ist eine tief verwurzelte und etablierte Matrix, die bewusst konstruiert wurde, als wir noch Kleinkinder waren. Bevor wir die Grundschule verlassen, werden unsere persönlichen Erfahrungen mit unserer flachen und unbeweglichen Welt langsam ausgelöscht und stetig zu der aufgeblähten und kugelförmigen Vorstellung aufgeblasen, dass die Erde ein Globus ist. Das Traurige daran ist, dass viele von uns aufwachsen und diese Vorstellung nie wieder in Frage stellen. Nur auf Fotos und Videos der NASA und anderer offizieller, vertrauenswürdiger Quellen erscheint der Horizont gekrümmt. Alle rohen, unbearbeiteten Amateuraufnahmen der Erde zeigen hingegen einen völlig flachen Horizont. Und das ist es, was wir selbst mit unseren eigenen Augen sehen, wenn wir an einem Strand stehen oder einem Aussichtspunkt. Unabhängig von der Höhe erscheint der Horizont immer 360 Grad rundherum flach, weil er es ist und er steigt und fällt stetig mit, gemäß der Augenhöhe des Betrachters. Man muss nie nach unten oder oben schauen, um den Horizont zu sehen, denn er kommt einem entgegen. Egal wie groß die Erde angeblich ist, wäre sie eine gekrümmte Kugel, dann müsstest du deinen Blick nach oben oder unten richten, um den Horizont zu treffen. Und ich weiß, wir alle kennen diese verschleierten Fotos und Videos, aber die NASA und viele andere offizielle Quellen verzerren den Horizont ihrer Aufnahmen mit einem Fischaugenobjektiv, um den Eindruck einer gekrümmten Erde zu erwecken. Ein solches Fischaugenobjektiv wird auch in der GoPro verbaut. Und ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Du hast selber schon gesehen, wie sich der Horizont krümmt, als du mit dem Flugzeug geflogen bist. Aber das ist leider nur eine Täuschung. Flugzeugfenster sind gewöhnlich nach außen gewölbt und erzeugen so die Illusion einer Krümmung. Ein Artikel des Telegraph wendet sich an unsere leichtgläubige Natur und erklärt, dass die Flugfenster geändert wurden, weil quadratische Fenster statistisch mehr Abstürze verursachten. Ja, natürlich. Sie nutzen unsere Körpergröße, um unsere eigene unfehlbare Wahrnehmung einer flachen und unbeweglichen Erde abzutun, indem sie behaupten, wir seien nicht groß genug, um die Krümmung zu sehen. Aber dieser Ballon schaffte es, 36.880 Meter aufzusteigen und ließ sein Fischaugenobjektiv zurück. Und siehe da, ein flacher Horizont. Der Ballon wackelt und dreht sich. Aber der Horizont bleibt schnurgerade und krümmt sich in keinster Weise oder Form.
Und genau hier liegt das Problem. Unsere Vorfahren haben jahrhundertelang nach eigenem Ermessen geurteilt und sich auf ihre natürlichen Sinne verlassen, um zu erkennen, dass die Erde flach ist. Und obwohl einige sich mit Theorien über eine mögliche Krümmung der Erde beschäftigten, setzte sich erst in der frühen Neuzeit mit Seefahrern wie Christopher Columbus das heliozentrische Weltmodell durch. Und die Menschen opferten für immer das Wissen ihrer eigenen Sinne. Und das heliozentrische Modell ist so eklatant fehlerhaft und unsinnig, dass es erstaunlich ist, dass es sich überhaupt durchsetzen konnte. Nehmen wir zum Beispiel das Wasser, welches den Horizont begrenzt. Es ist eine natürliche physikalische Eigenschaft des Wassers, eine Ebene zu finden und zu halten. Und zufällig ist diese Ebene flach. Wäre die Erde ein kugelförmiger Ball, dann würde Wasser nicht so konsequent flach bleiben. Wir sind daran gewöhnt, dass Wasser das hier tut. Und das. Aber wir haben in unserem ganzen Leben auf der Erde noch nie mit eigenen Augen gesehen, wie Wasser dies tut. Wasser verbiegt sich nicht. Man nennt es nicht umsonst Meeresspiegel, weißt du? Und wenn Wasser nicht immer eine flache Ebene finden würde, warum würden wir dann Werkzeuge wie dieses benutzen, um Genauigkeit zu erreichen? Noch einmal, Wasser krümmt sich nicht. Flüsse zum Beispiel fließen immer zum Meeresspiegel hinunter. Wäre die Erde eine rotierende Kugel, dann müssten viele Flüsse auf der Erde an irgendeinem Punkt ihrer Reise zwangsläufig bergauf fließen. Eric Dubay weist darauf hin, dass der Mississippi 4800 Kilometer lang ist, was bedeutet, dass er auf einer kugelförmigen Erde 17,7 Kilometer lang bergauf fließen müsste. Er weist auch darauf hin, dass ein Teil des Nils über eine Strecke von 1600 Kilometer mit einem Gefälle von nur 30,5 Zentimeter fließt. Auch dies wäre unmöglich, wenn die Erde eine Kugel wäre. Die wissenschaftlichen Magier unserer Welt behaupten, dass die Erde einen Umfang von 40.000 Kilometer hat. Die sphärische Trigonometrie diktiert, dass die Oberfläche allen stehenden Wassers sich mit 8 cm pro Kilometer nach unten wölben muss, multipliziert mit dem Quadrat der Entfernung. Das bedeutet, dass bei einer Strecke von 80 km das Wasser auf beiden Seiten des zentralen Scheitelpunkts um 125 Meter abfällt. Jedes Mal, wenn Wissenschaftler versucht haben, diese Vertiefungen und Biegungen zu finden, erwies sich das Wasser jedoch immer als völlig eben und flach. It's a growing anti-intellectual strain in this country. Beim Bau von Eisenbahnstrecken, Straßen und Brücken berücksichtigen Architekten und Ingenieure nie eine Krümmung. Der Ingenieur W. Winkler veröffentlichte in der Earth Review einen Artikel über die angebliche Krümmung der Erde, in dem er feststellte: Als langjähriger Ingenieur habe ich gesehen, dass diese absurde Berücksichtigung nur in Schulbüchern erlaubt ist. Kein Ingenieur würde im Traum daran denken, so etwas anzunehmen. Ich habe viele Meilen von Eisenbahnen und noch viel mehr von Kanälen berechnet. Und diese Abweichung wurde nicht einmal in Erwägung gezogen, geschweige denn berücksichtigt. Dieser Spielraum für die Krümmung bedeutet, dass er 8 Zoll für die erste Meile eines Kanals beträgt und im Verhältnis zum Quadrat der Entfernung in Meilen ansteigt. Ein kleiner schiffbarer Kanal für Boote, sagen wir mal 30 Meilen lang, wird also nach der obigen Regel einen Krümmungsspielraum von 600 Fuß haben. Denken Sie darüber nach und vertrauen Sie den Ingenieuren, dass sie nicht ganz so dumm sind. Nichts dergleichen ist zulässig. Wir denken genauso wenig daran, 600 Fuß für eine 30 Meilen lange Eisenbahn- oder Kanallinie zu berechnen, wie wir unsere Zeit damit verschwenden, die Quadratur des Kreises zu berechnen. It's a growing anti-intellectual strain in this country. Wenn die Erde tatsächlich eine Kugel wäre, die sich mit atemberaubenden 1000 Meilen pro Stunde dreht, wie kommt es dann, dass wir ihre Bewegung nicht spüren? Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Erde, der bezeugen kann, dass er die angebliche Drehung der Erde spürt. Wir spüren die Bewegung auf Reisen mit dem Auto, dem Zug, dem Boot oder wenn wir mit dem Flugzeug unterwegs sind und können die Reisekrankheit bekommen. Die wissenschaftlichen Magier werden dir sagen, dass wir die Erddrehung nicht spüren, weil sie sich mit konstanter Geschwindigkeit dreht. Sie verwenden oft den Vergleich mit einer Zugfahrt. Wir spüren nur, dass wir uns bewegen, wenn der Zug seine Geschwindigkeit ändert.
Diese Analogie fällt jedoch auseinander, wenn man bedenkt, dass die Erde im heliozentrischen Modell kein geschlossenes System ist. Sie ist vielmehr eine offene Umgebung mit ihrem eigenen drastisch wechselnden Wetter. Säße man außerhalb auf dem Dach desselben Zuges, der sich weiterhin mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, dann würde man die Bewegung sicherlich spüren. Außerdem widersprechen sie sich auch selber. In einem Artikel aus dem Jahr 2016 mit dem Titel »Die NASA-Studie löst zwei Rätsel um das Wackeln der Erde« heißt es, dass sich die Erde nicht immer um eine Achse dreht. Stattdessen wackelt sie im Laufe der Zeit unregelmäßig und die Richtung hat sich aufgrund von Veränderungen der Wassermasse auf der Erde drastisch geändert. Es ist seltsam, dass dies noch niemand bemerkt hat. Was ist es denn jetzt, NASA? Die heimliche unbemerkte Drehung? Oder die unregelmäßigen Bewegungsmuster und Wackler. Die ganze Vorstellung von einer sich drehenden Erdkugel wird absurd, wenn man Folgendes bedenkt. Wenn sich die Erde tatsächlich drehen würde, dann müssten Hubschrauber und Ballons nur über der Oberfläche schweben und darauf warten, dass ihr Ziel zu ihnen kommt. Wäre die Erde eine gekrümmte Weltraumkugel, müssten die Flugzeugpiloten ihre Flughöhe ständig nach unten korrigieren, damit sie nicht geradeaus in den Weltraum fliegen. Sie müssten jede Minute um 2777 Fuß oder über eine halbe Meile absteigen. Das ist natürlich nicht der Fall und die Piloten werden nie über diesen Mechanismus des Fliegens unterrichtet oder gelehrt. Und was hat ein echter Pilot dazu zu sagen? Hey, I just want to say thanks for the smooth flight. All right. I have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at to 3 degrees? 3 degrees for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because No, we just fly over the troposphere. Really? Yeah. Do you have to keep like kind of going down because? No, we actually have to nose up. It flies. Yeah. Really. Because I was reading some stuff on the flat earth that made a lot of sense. Have you looked into it? This one, sorry. I was reading a lot of stuff on the flat earth. Okay, yeah. True. It's true? Yeah. Okay, yeah. All right, cool. All right. God bless, brother. All right, have a good one. You too. Crack on. I just got one question to ask. Flat or a ball? Flat or a ball? What's that? Well, I never feel is breaking round. If we live on a ball, surely we'd have to fly around it. Yeah, it feels like... Flat or a ball? It's flat. I think it's flat. Yeah, me too. It's pretty flat to me. Cool. It certainly does, doesn't it? And you've got that flight instrument down there to keep it flat. Gravity exists. Gravity? This is an unproven theory. No, it's not. Let's rock and roll. Cheers, fellas. Thank you very much. Can I ask the pilots one question? Ah, the first officer's here. Do you mind? Got a question for you. Oh, yeah. Hello, mate. How are you? Yeah, good. I'm a fellow, Casey Josh. I'm a fellow, just PPL, pilot. Sure. Yeah, nice. I got a couple of serious questions to ask you. Okay, here we go. Yeah, there's a big time. Curvature. Curvature. Yeah. Yep. We don't allow for curvature, do we? For anything, not for you usually. Yeah. No, we're round. We're a disc, aren't we? Round and flat. Yeah. Sorry. Hey, look, honestly. Quite seriously? Yeah. We are, aren't we? Yeah. Thank you, mate. Thank you for being... Wenn sich die Erde tatsächlich dreht, würden die Flugrouten sehr unübersichtlich werden. Ein Flug von New York nach Kalifornien in westlicher Richtung ist 3928 Kilometer lang, was bei einem kommerziellen Flug knapp 5 Stunden dauert. Wenn sich die Erde mit 1600 Kilometer pro Stunde in Richtung Osten dreht, würde dieser Flug nicht nur viel weniger Zeit in Anspruch nehmen, sondern es wäre auch fast unmöglich, in die andere Richtung zurückzufliegen, da sich die Erde ständig weiterdreht. Als würde man versuchen, eine sehr lange und schnelle Rolltreppe, die nach unten führt, hinaufzulaufen. Und was ist mit dem Wetter? Wenn sich die Erde und die Atmosphäre mit 1600 Kilometer pro Stunde drehen, wäre es dann nicht unmöglich, solche bewegungslose Wolken und Wetterformationen zu sehen, wie wir sie sehen? Ganz zu schweigen davon, dass die Wolken oft ihre Bahnen kreuzen. Das wäre unmöglich, wenn die Erddrehung eine Realität wäre. Thomas Winship stellt fest,
Stellen wir uns einmal vor, welche Kraft die Luft hätte, die von einem kugelförmigen Körper mit einem Durchmesser von 8000 Meilen in Bewegung gesetzt würde, der sich mit 1000 Meilen pro Stunde dreht, mit 65.000 Meilen pro Stunde durch den Raum rast und durch den Himmel kreist? Dann lasst uns Vermutungen anstellen, um herauszufinden, ob die Bewohner auf einem solchen Globus ihr Haar behalten könnten. Wenn sich die Erdkugel mit der unglaublichen Geschwindigkeit von 1000 Meilen pro Stunde um ihre Achse dreht, würde eine solche immense Masse zwangsläufig einen gewaltigen Windstoß in dem von ihr eingenommenen Raum verursachen. Der Wind würde nur in eine Richtung wehen und alles, was wie Wolken in den Einflussbereich der rotierenden Kugel gerät, müsste in die gleiche Richtung ziehen. Die Tatsache, dass die Erde stillsteht, wird durch Drachensteigen bewiesen. Und mal ehrlich, wenn die Erde eine sich drehende Kugel wäre, würden dann nicht die Ozeane und andere Wassermassen von der Erde weggedrückt werden, so wie ein nasser Tennisball, wenn er schnell gedreht wird, das Wasser nach außen spritzt? Die Wissenschaftsmagier haben eine Antwort auf diese Frage: die Schwerkraft. And by the way, this is called gravity. Die Wissenschaftsmagier sind wieder am Werk und sprechen ihre Zaubersprüche und Märchen über eine mächtige Kraft, die uns auf der Erde festhält. Wenn die Schwerkraft eine solche Kraft wäre, dann könnten Vögel nicht fliegen. Insekten wären nicht in der Lage, den Wind zur Navigation zu nutzen. Affen würden nicht mit Leichtigkeit auf Bäume klettern und springen. Flugzeuge wären nicht in der Lage, vom Boden abzuheben. Bäume wären nicht in der Lage, die Schwerkraft zu überwinden, wenn sie dem Sonnenlicht entgegenwachsen. Denn sie würden sich mehr und mehr in Richtung Boden biegen, je größer sie werden. Und wenn die Schwerkraft existiert und die Kraft hat, die Ozeane zu krümmen und um einen gigantischen, sich drehenden Ball zu wickeln, dann würden die Menschen sicherlich Schwierigkeiten haben, ihre Arme und Beine zu heben. Der Legende nach fiel Newton ein Apfel auf den Kopf, als er unter einem Baum saß. Und dies war der Auslöser für seine große Entdeckung der Schwerkraft, die besagt, dass Objekte von großen Massen angezogen werden und sich zu deren Zentrum hinbewegen. Doch wenn Sie von Schwerkraft sprechen, beziehen Sie sich im Grunde auf die Auftriebskraft bzw. das archimedische Gesetz. Today, I'm going to show you a simple science experiment that you can try at home to learn about density. Start by taking an empty glass and tip in some water and food coloring. Then add some syrup or treacle. And I'm going to add a little bit more water to make the layer a bit thicker. Then finally, fill the glass up with some oil and leave it to settle for about 15 minutes. These liquids separate out into different layers because they're different densities and they don't mix. The syrup has the highest density, so it sits on the bottom, and the oil, which has the lowest density, rises to the top. Try dropping different objects in to see what happens. If we drop this metal nut in, which is really dense, you can see it sinks right to the bottom. But if I take this grape and drop it in, it sinks through the oil and water, but sits on the syrup. This is because the syrup is denser than the grape. Pretty cool, huh? Now if I take this plastic bottle top and drop it in, it slowly sinks through the oil and sits on the water. And finally, if I take this piece of sponge and drop it in, it sits on top. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, die durch unbestreitbare Beweise belegt ist, dass Gegenstände, die in Medien mit geringerer Dichte platziert werden, untergehen. In Medien mit höherer Dichte steigen sie auf oder schweben. So sinkt beispielsweise ein Stein im Wasser, weil die Dichte des Gegenstands größer ist als die des Wassers. Das gleiche gilt für einen Schiffsanker. Ebenso steigen mit Helium gefüllte Ballons auf, weil sie leichter sind als die Luft. U-Boote schwimmen im Meer, wenn ihre Ballasttanks leer sind und Luft enthalten. Und sie sinken, wenn sich ihre Ballasttanks mit Wasser füllen. Auf diese Weise ändern sie ihre Tauchtiefe im Ozean, indem sie das Verhältnis von Luft und Wasser in den Tanks variieren. Dies lässt sich beweisen, indem man einen Ballon mit 50% Luft und 50% Helium füllt. Da Helium leichter ist als Luft und die Verhältnisse ausgeglichen sind, bleibt der Ballon in der Luft, ohne zu steigen oder zu fallen. Auch hier ist es ähnlich wie bei der Erdkrümmung und Dehnung. Wir können nirgendwo auf der Erde beobachten,
dass kleinere Objekte um größere kreisen oder von deren Schwerkraft angezogen werden. Es scheint sehr bequem zu sein, dass die Tendenz der Schwerkraft, kleinere Objekte um größere Objekte kreisen zu lassen, nur für den Globus selbst und all die angeblich umgebenden Planeten und Sterne gilt. Nichts davon können wir tatsächlich in Bewegung oder in der Umlaufbahn sehen. Auch wenn man die Behauptungen der Wissenschaftsmagier und deren sogenannten Planeten und Monde untersucht, beginnen ihre Berechnungen gegen sie zu arbeiten. Wie Eric Dubay betont. Newton stellte auch die Theorie auf und es wird heute allgemein gelehrt, dass die Gezeiten der Ozeane auf der Erde durch die Gravitationskraft des Mondes verursacht werden. Wenn der Mond jedoch nur einen Durchmesser von 2160 Meilen hat und die Erde 8000 Meilen, dann folgt daraus, dass die Erde 87 Mal massiver ist und daher das größere Objekt das kleinere anziehen sollte und nicht umgekehrt. Wenn es die größere Schwerkraft der Erde ist, die den Mond in der Umlaufbahn hält, ist es unmöglich, dass die geringere Schwerkraft des Mondes die Schwerkraft der Erde übertrifft. Insbesondere auf Meereshöhe, wo die Anziehungskraft der Erde die des Mondes noch übertrumpfen würde. Und wenn die Schwerkraft des Mondes wirklich die der Erde übertrifft und die Gezeiten zu ihm hinzieht, dann sollte es nichts geben, was sie daran hindert, weiter und höher zu ihrem größeren Anziehungspunkt zu ziehen. There's a growing anti-intellectual strain in this country. Im Endeffekt hat Newtons Schwerkraft den gesunden Menschenverstand von oben und unten ausgelöscht und stattdessen eine absurde Idee normalisiert, dass dies hier möglich ist. Und das. Und derweil in Australien? Das ist unsinniger pseudowissenschaftlicher Hohn und nichts weiter als eine Erfindung, um den Schwindel mit der sich drehenden, kugelförmigen Erde zu rechtfertigen. Ohne die Gravitationstheorie würde kein einziger vernünftiger Mensch glauben, dass die Erde eine Kugel ist. Ein Teil der Bevölkerung lebt auf dem Kopf stehend auf der Unterseite des Planeten. Das ist alles ganz einfach, wenn man sich von den Kleinkindjahren der Matrix-Programmierung löst. Die Gesetze der Perspektive und der Auftriebskraft erklären perfekt die natürlichen Abläufe unserer Welt. Sie erfinden komplexe Konzepte wie die Schwerkraft und lächerliche sich drehende kugelförmige Netzwerke mit unverständlichen Zahlen und Geschwindigkeiten, um uns zu verwirren. Und wir werden gleich darauf eingehen, warum sie das tun. Aber warte einen Moment. Ich weiß, dass du noch nicht wirklich bei der Sache bist. Und ich weiß, dass du eine wichtige Frage hast. Wenn sich die Erde nicht dreht, was ist dann mit der Sonne und dem Mond? Wir können die Sonne jeden Tag auf- und untergehen sehen. Ach, ich bin froh, dass du gefragt hast. Folge mir zu Teil 4, in dem wir unsere wundervolle Sonne genauer unter die Lupe nehmen.